Die Bregenzer Oberstadt wurde im Mittelalter um 1200 auf einem Hügel gegründet, als Burgsiedlung von den Grafen von Montfort. Die Oberstadt ist vom Bregenzer Zentrum aus ganz einfach zu Fuß erreichbar. Wer das pulsierende Leben der unteren Stadt hinter sich lässt, braucht nur wenige Minuten, um die Altstadt zu erreichen. Der Weg führt über den steilen Stadtsteig und ein paar Treppen. Sobald man die Pforte zur Oberstadt erreicht, taucht man ein in die Vergangenheit. Schon das Tor erzählt die ersten Geschichten. Auf der linken Seite ist das Wappen der Grafen von Bregenz zu sehen, auf der rechten jenes der Grafen von Montfort. Dieses Wappen ist den Vorarlbergern bis heute erhalten geblieben. Es ist nämlich das Landeswappen. Im Torbogen lohnt sich ein Blick in die Höhe. Dort hängt ein mumifizierter Haifisch. Er sollte alles Böse von der Stadt fernhalten. Nicht immer ist dies im Lauf der Geschichte gelungen. Die Straßen der Oberstadt sind gepflastert und relativ schmal. Die Wege und Vorplätze sind wunderschön gepflegt und liebevoll dekoriert. Auf dem Eregutaplatz steht der Montfortbrunnen mit einer Plastik des Minnesängers Hugo XII. Von Montfort, der 1357 im Alten Schloss in der Oberstadt geboren wurde. Die Stadtmauer stammt aus dem 13. Jahrhundert, zu einem Großteil ist sie noch erhalten. Wer durch die Gassen spaziert, kann die alte Mauer immer wieder zwischen den Häusern erkennen. Die Wohnhäuser sind zwei- bis vierstöckig. Einige Gebäude wurden Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen, aber dann im ursprünglichen Stil wieder ersetzt. Ein Glück, denn dadurch konnte die Oberstadt ihren mittelalterlichen Charakter bis heute bewahren. Das größte Gebäude ist das ehemalige Gefangenenhaus des Bezirkes. An derselben Stelle stand zuvor die Burg der Montforter. Heute befindet sich in dem Bauwerk das Bundesdenkmalamt. Imposant ist auch das alte Rathaus, ein sehr interessanter Fachwerkbau aus dem Jahr 1661, welches nach den Plänen des Bregenzer Barockbaumeisters Michael Kühn errichtet wurde. Ein beliebtes Sujet für viele Maler stellt das Deuring-Schlösschen dar, ein barockes Schmuckkästchen, das bis heute das Stadtbild der Oberstadt mitbeherrscht. Das auffälligste Gebäude in der Oberstadt ist aber wohl der Martinsturm, er ist das Wahrzeichen von Bregenz. Schon von weitem ist der Zwiebelturm zu erkennen, er gilt als größter Zwiebelturm Mitteleuropas. Ursprünglich war der Martinsturm einfach nur ein Getreidespeicher, nur minimal höher als die Stadtmauer. Erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde das Gebäude aufgestockt und ganz oben noch mit einer riesigen Holzkuppel versehen. Über Jahrhunderte hinweg verrichtete ein Turmwächter seinen Dienst. Er hatte die Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu warnen, vor allem vor dem Feuer. Unmittelbar neben dem Martinsturm befindet sich die Martinskapelle. Der spätrömische Kernbau der Kapelle wurde 1362 von Graf Wilhelm von Bregenz gestiftet. Im Chorraum befinden sich Fresken aus den Jahren um 1362 und 1420. Ein Spaziergang durch die Oberstadt, dieser Ort gelebter Geschichte, ist eindeutig einen Ausflug wert.